Die NADM 17.2 nimmt so ein bisschen eine Sonderstellung im Markt der Heimkino-Vorstufen ein. Sie ist modular aufgebaut, liegt auch im Preisbereich mit mittlerweile 6.500 Euro zwischen den Profigeräten auf der einen Seite und so den normaleren Convenience-Geräten von Marantz, Yamaha, Rotel etc. Liegt die so dazwischen. Einzig noch die Arkam AV860, die kann hier auch noch in dieses Preisgefilde reinstoßen, spricht aber eher eine andere Klientel an. Die 17.2 ist ja deswegen was Besonderes, weil ich noch nie so viel Kundeninteresse im Vorfeld hatte an einer neuen Evolutionsstufe wie in dem Fall. Also es verging gefühlt keine Woche ohne eine Nachfrage, wann kommt die Punkt 2 und was kann die und was taugt die? Nun, jetzt steht die seit einigen Wochen bei mir hier im Studio und nachdem so ein bisschen der ganze Dezember-Stress und die Aufträge abgearbeitet sind, habe ich mir jetzt was Wochenende Zeit genommen, hier auch mal ein Video über die M17.2 zu drehen. Mein Name ist Lars Mette. Herzlich willkommen in dem Video. Mit meinem Team von Takeoff Media bieten wir Ihnen Rahmenleinwände an, die wir selber bauen, mit Direktvertriebspreisen. Wir haben einen Online-Shop, wo Sie unter anderem auch dieses hochwertige Heimkino-Produkt kaufen können, wie viele weitere auch. Und last but not least, wir bauen Ihr persönliches Traum-Privatkino, sodass Sie mit Ihren Emotionen diese Welt verlassen und in Ihrer Lieblingsfilmwelt landen dürfen. Das ist unser Ziel. Die M17.2 könnte sich für diese Aufgabe als prädestiniert erweisen. Im Unterschied zum Vorgänger haben wir hier zwei Punkte. Nummer eins, mithilfe eines neuen Vorverstärkermoduls hinten, ich zeige das nachher nochmal, beherrscht das Gerät jetzt auch Dolby Atmos für maximal 7.1.4 Kanäle. Und Punkt zwei, die Odyssey-Einmessung ist rausgeflogen. Da war sowieso schon nicht die neueste Version drin und Odyssey genießt unter Audiophilen jetzt sowieso nicht den allerbesten Ruf. Ich klammer mich da definitiv nicht aus. Und stattdessen ist hier die sehr beliebte D-Rack-Version reingekommen. Funktioniert jetzt sogar mit D-Rack 2.0, der brandneuen Version. Ach, noch ganz vergessen, hier außerdem jetzt noch mit dabei, in dem Preis von 6.500 Euro, ist das Blue-Sound-Modul von NAD. So, und dann wollen wir doch einfach mal gucken, ob die M17.2 wirklich so gut ist, wie es viele Kunden gerne möchten und wie es der Hersteller propagandiert. Film ab. Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Zäumen wir das Pferd, respektive die Vorstufe, heute mal von hinten auf. Wir haben bei der NADM 17 diese XLR-Ausgänge, die kennen wir schon, für 7.1, also ein diskret gerechneter Subwooferkanal, keine zwei oder noch mehr. Genau das gleiche gibt es hier drüben auch nochmal für Cinch. Analoge Audiosektion, digitale Audiosektion. Das hier unten ist durchaus kritisch, nämlich nur 5 HDMI-Eingänge. Zwar 18 Gigabit, HDCP 2.2, aber eben nur 5. Übrigens auch nur ein Ausgang. So, neu ist hier jetzt jene Sektion. 4x Mini-XLR-Out für die Deckenkanäle. Das Ganze kommt mit einem Adapter. Dann hier noch das typische hier Steuerung etc. Aber im Wesentlichen ist das die Anschlusssektion der NAD. Gucken wir uns mal das gute Stück von vorne an. Ich stecke nur gerade mal eben kurz das Ganze ein. Zack. So, großer Auftritt. Na, Vorführeffekt. Ja, Kippschalter hinten drücken soll von Vorteil sein. Alright. Ja, darf ich vorstellen, NAD M17.2 und keiner weiß es, denn steht nichts drauf. Ansonsten, ich denke, hier guckt keiner das Video, ohne die Vorgängervorstufe zu kennen. Deswegen halte ich mich jetzt hier wirklich kurz. Aus meiner Sicht das schönste Design aller Heimkino-Vorstufen überhaupt. Bicolor-Optik, es gibt auch nur die eine Version. Sehr schön reliefartig hier ausgeführt mit diesen Schlitzen. Hochwertige Materialien. Es ist auch wirklich Aluminium und nicht irgendwie ein mit ganz dünnem Kunststofffilm überzogenes irgendwas. Das ist wirklich hier aus dem Vollen gestaltet. Hier oben übrigens, das ist ein sensitiver Button, also nichts Mechanisches zum Reindrücken. Der Lautstärke-Drehregler läuft auch schön exakt, fühlt sich satt an, man kann hier schön regeln. Das ist einfach
ein großer Spaß, das Gerät zu bedienen. Genau wie auch hier vorne über den Touchscreen, wenn man dann hier die verschiedenen Quellen aussuchen kann. Hier habe ich zum Spaß nochmal die korrekte Bezeichnung reingeschrieben. Ansonsten hier Surround-Modi-Auswahl. Das ist wirklich praktisch. Man kann jetzt hier bei D-Rack innerhalb von dem Modus die drei zur Verfügung stehenden Speicherslots auswählen. Praktische Sache. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch was zeigen, wo sich NAD ausnahmsweise mal nicht mit Ruhm bekleckert hat. Vielleicht ahnen Sie schon oder sehen Sie schon. Hier, M17, da fehlt das Punkt 2 und hier drüben steht Dolby, DTS, nichts von irgendwelchen 3D-Sound-Spezifikationen. Und dann steht hier tatsächlich noch Odyssey. Hier steht nichts von D-Rack. Das ist etwas schade. Ich hätte jetzt gern ein anderes Wort mit SCH benutzt. Und nein, ich werde es nicht aussprechen. Dann zeige ich Ihnen auch nochmal hier, was ich auch für ein schönes Detail halte. Nervt mich zwar hier beim Händeln vom Gerät, aber hier mit den Spikes, mit diesen Unterlegplatten, die dann magnetisch arretieren, das ist schon eine feine Sache. Genau wie auch hier diese schöne Geräteseite. Also hier sieht man nochmal die massive Optik, schön gerundet, Multilayer-Chassis, eben integrierte Inbusschrauben. Das ist einfach ein Traum. Und hier kann man mit dem Finger überall entlang gehen, reißt sich nichts auf. Das ist alles wunderbar entgratet, einfach ein Gedicht. Eben mit Ausnahme des Umstandes, dass es exakt das gleiche Gehäuse ist und nicht mal minimale Modifikation an die neue Generation vorgenommen wurde. Falls es noch nicht aufgefallen ist, Sie sind hier in einem Live-Test gelandet. Sprich, ich probiere Sie so authentisch und nah wie möglich an das Gerät ranzulassen und Sie an meinen Eindrücken teilhaben zu lassen. Und anstelle von Schnittbildern oder großen Animationen nehme ich hier einfach das Handy, um bei Bedarf an Details ganz nah ranzugehen. Bitte sehen Sie es mir nach. Die Lösung im Handy ist noch nicht absolut perfekt. Das soll anscheinend die rauschärmste und weitwinkligste Smartphone-Kamera, die es derzeit gibt, sein. Google Pixel 3. Aber kein 4K und auch nur 30 Frames, nicht 25 wie meine Spiegelreflexkamera. Und das Ding nimmt sowieso immer asynchron auf, weshalb es bei der Videobearbeitung einfach einen Pulldown gibt. Ich arbeite an besseren Lösungen, aber ich wollte jetzt nicht das Video noch weiter nach hinten ziehen, nur weil ich jetzt noch 2-3 Wochen brauche, um eine andere Kamera zu finden. Deswegen sehen Sie es bitte nach, dass manche Sequenzen von dem Teil nicht ganz so perfekt rüberkommen. Und ich gebe Ihnen jetzt auch gleich schon ein Beispiel, wie das rüberkommt. Wir gucken uns mal die Fernbedienung an, die hier mitgeliefert wird. Kennen Sie vielleicht schon, das ist schon die gleiche wie beim Vorgänger. Direktwahltasten für Surround Center Subwoofer, was den Pegel betrifft. Transporttasten mit den Ziffern hier steuern wir dann nicht nur einen entsprechend angelernten CD-Player etc., sondern auch die Quellen. Navigationskreuz, Lautstärke, Channel etc., Device Selector. Und das hier oben ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich zum Beispiel hier jetzt umschalten kann mit Blu-ray. Ich zeige das mal. Ja, müssen Sie mir einfach glauben, oder? Genau, also da passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. Das ist wirklich nur zum Umschalten der Fernbedienung auf den Blu-ray-Modus. Wenn ich eine Quelle ändern will, dann hier unten auf den Tasten. Generell, ich gehe mal hier ein bisschen ins Dunkel. Ja, gleich müsste das haben. Wird die Fernbedienung blau. Ist eine schöne Sache, liegt auch super in der Hand, hat ein ordentliches Gewicht. Das Material hier aus Edelstahl schmeichelt der Hand und die Lösung ist auf Infrarotbasis. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr mitbekommen, dass irgendein Hersteller auf die schlaue Idee kommt, mal wieder Funktechnik zu verwenden. So wie Pioneer bei einem seiner früheren Boliden. Infrarot ist eigentlich schon ein bisschen altbacken, aber können wir nichts dran ändern. Das ist aber nicht NAD allein. Zubehör wollte ich zeigen. Moment, da brauche ich beide Hände. Bitte stürz nicht ab. Also, wir haben das typische Anleitungsgeraffel. Blue Sound, dazu kommen wir später noch. Sicherheitshinweis. Hier haben wir einen vierseitigen Quick Setup Guide. Den merken Sie sich bitte, denn ich werde darauf nochmal zu sprechen kommen. Und dann hier nochmal Update-Infos und eine kleine Broschüre zum Thema T-Rack Live. Mit Infos, wie, wo, was. Grundsätzlich, das Schöne ist, Sie müssen hier keine Lizenz extra kaufen. Sie können die vollen D-Rack-Funktionalitäten mit Erwerb von dem Gerät nutzen und müssen nicht nochmal 99 Euro extra bezahlen, so wie es sonst üblich wäre. Passt. Ja, kleiner Lappen, ja, ist ganz nett. Generell, NAD hat sich Mühe gegeben. Das
fand ich schon immer schön bei der Master-Serie, so beim Auspacken mit einem Samtbeutel drumherum und erzählt quasi auch schon beim Auspacken so eine kleine Geschichte, ähnlich wie beim iPhone. Mag ich. Klasse. Jetzt kommen Dinge, die eher skurril sind als besonders lobenswert. Das hier ist mein Liebling. Ich halte hier einen USB-Stick in meiner Hand, der wohl so wichtig ist, dass er hier an diese Kunstleder- oder Echtlederhülle angekettet ist. Und dann denkt man sich, Mensch, jetzt haben wir hier relativ wenig Anleitung dabei. Also jetzt nichts wirklich Episches. Gucken wir mal, was hier für spannende Abenteuer auf dem USB-Stick auf uns warten. Und dann fällt schon als allererstes auf, dieser USB-Stick hat die sagenhafte Kapazität von 1,84 GB. Da war NAD so richtig großzügig. Und beim Blick in diese epische Speichermenge haben wir hier einmal, das glaubt mir sonst kein Mensch, wenn ich es nicht zeige, eine Broschüre, eine 25-seitige, über das NAD-Produkt-Line-Up von, ich zeig's, ich will es gar nicht aussprechen. Und lustigerweise ist da sogar noch der Vorgänger. Wo haben wir ihn denn? Hier. Der Vorgänger von unserem Testgerät enthalten. Praktisch bei dem Gerät ist Werbung für den Vorgänger vom Gerät drauf. Und damit noch nicht genug, denn hier oben dieser Setup-Guide ist mit 4 Seiten wirklich nicht unbedingt ein nachtfüllendes Lesewerk und ist letztendlich genau die gleiche Information, die wir gerade eben in Form von dem Zettel schon hatten. Super. Das macht so richtig Sinn. Es geht weiter. Wir haben hier das BlueOS-Modul. Dieses Modul kann man dem Gerät hinten anstecken und dann darüber streamen. Über WLAN, Bluetooth gekoppelt, bietet es die Möglichkeit, zahlreiche Streaming-Dienste zu aktivieren. Tolle Sache. Ich verstehe nur nicht, Punkt 1, warum man es nicht richtig reingebaut hat, wenn man das Gerät sowieso einer Revision unterzieht. Und Punkt 2, wenn man sich dann schon sagt, wir machen das Gerät 500 € teurer, warum muss das dann zwangsläufig dabei sein? Sprich, ich hätte es lieber generell für alle günstiger gemacht und die Leute es halt einfach extra kaufen lassen, die Streaming wollen. Denn ich glaube nicht, dass jeder Kunde, der eine M17.2 kauft, Lust hat, Streaming mit Hilfe von dieser Lösung zu realisieren. Vielleicht irre ich mich aber auch. Last but not least, das ist wieder was Schönes. Wir haben eine kleine Zusatzfernbedienung dabei für die 4 Zusatzzonen. Oder für eine der 4 besser gesagt. Das mitgelieferte Mikrofon lege ich mal hier kurz auf das Gehäuse drauf. Da mache ich eine Nahansicht. Ich mache kurz von allem eine Nahansicht. Dann haben Sie es auch mal hier gesehen. Nicht, dass es heißt, jetzt gucken Sie mir schon wahrscheinlich eine ganze Stunde zu und sehen mehr von mir als vom Gerät. Und da wollen wir doch mal ein bisschen hier die Balance ändern. Also, darf ich vorstellen, Zone 2 Fernbedienung. Nichts Besonderes, aber zweckmäßig. So sieht das BlueOS-Modul aus. Wird übrigens hier mit diesem Stecker lediglich verbunden. Und last but not least haben wir dann hier, da hier ist noch ein Adapter dazwischen, das ganz normale D-Rake-Mikrofon, welches man in einer ähnlichen Qualität auch schon zum Beispiel von Arcam kennt. So, ich verkabel das mal eben kurz, dann zeige ich Ihnen, wo hier die Geräte ihre Heimat an der Rückseite finden, nämlich einmal hier. Und das wollte ich Ihnen eigentlich auch noch zeigen, machen wir es jetzt mal so. Hier haben wir diese, ich nehme es kurz ab. Das ist diese Kabelpeitsche oder Kabellösung, die man hier von NAD bekommt. Auf der einen Seite, jetzt sieht man es richtig scharf, auf der einen Seite XLR, ganz normal, und hier Mini XLR. Jetzt muss man beim Einstecken nur aufpassen, weil diese
Anschlüsse relativ sensibel sind, aber das hier ist kodiert. Also sprich, man kann eigentlich nur mit Gewalt wirklich etwas kaputt machen. Und wo ich schon mal hier hinten bin, zeige ich Ihnen aber auch noch mal was. Das hier ist der Stecker von unserem Hollywood Zuhause 18 Gigabit Glasfaser-HDMI-Kabel, welches von derselben Manufaktur kommt, die auch die hochwertigen Markenkabel herstellen, die für teilweise weit über 200 Euro in den Handel kommen. Wir importieren die direkt, haben die komplett gecheckt. Die Dinger sind klasse und bieten die für unter 100 Euro an. Meine Empfehlung, kriegen Sie bei uns im Onlineshop. Kleine HDMI-Zickigkeiten liegen nicht an unserem Kabel, sondern am Gerät. Man gehe dann her, passiert halt nicht nur, muss man fairerweise sagen, jetzt hier bei der NAD, sondern zum Beispiel jetzt hier auch bei so einer Storm Audio oder bei einer Trinov, bei einer Datasat, kurz Quellenwechsel, dann läuft das Ganze wieder. Normalerweise. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hatte das schon mal und da hat es Wunder gewirkt, ins Menü zu gehen, was wir jetzt sowieso machen wollten, und wieder zurück. Muss nur kurz checken, nicht, dass jetzt hier irgendwie wieder ein Gerät keine Lust hat. Live-Test eben, Moment. Okay, solange wie ich hier rumkämpfe, gucken wir uns dann doch mal das Onscreen-Menü an. Ich baue mal hier das Handy entsprechend auf und dann zeige ich Ihnen mal so rum, was es da zu sagen gibt. So, jetzt darf ich nur nicht gegen den Tisch kommen. Sie stellen jetzt fest, dass Sie ein Heimkino-Enthusiast sind, wenn Sie als allererstes gerade eben intuitiv hier auf das Display geschaut haben. Ich drehe es mal wieder ein bisschen besser hin, dann sehen Sie es hoffentlich. Um zu erspähen, ob das Menü simultan draufgegeben wird. Nein, es ist nicht der Fall. Wir können es nicht da ablesen, nur hier. Wir gehen in aller Schnelle durch. DSP-Option, rudimentär, Lip-Sync, Converter-Rate etc. Cont-Controls leider auch rudimentär. Höhen, Bässe und Center, das ist letztendlich nur die Pegel-Einstellung. Also die Funktion kann man sich gerade schenken, das kann ich aber Channel-Level machen. Zusatzzonen haben wir hier. Setup-Menü. So, ich überspringe mal die peripheren Punkte und gehe mal zu dem, was interessant ist. Source Setup, hier sehen Sie Kaleidoscape. Das Schöne ist, er kann den kompletten Namen auch wirklich akzeptieren, steht hier vorne drin. Also bei manchen anderen Geräten kann ich nicht den kompletten Zeichensatz von Kaleidoscape reinhauen, da bricht er mir zwischendrin ab. Der macht es, das ist schön. Wenn ich hier aber reingehe, dann komme ich auf etwas, mit dem ich persönlich einfach völlig auf Kriegsfuß stehe, denn wenn ich hier drüben in dem Auswahlmenü ganz normal, so wie es die Logik eigentlich definiert, mit hoch, runter, rumswitchen kann und gehe hier drüben in den einstellbaren Bereich und drücke jetzt hoch, runter, dann verstelle ich mir hier die Settings. Denn aus irgendeinem für mich nicht nachvollziehbaren Grund kam ein schlauer Entwickler auf die Idee, man möge doch bitte auf dieser Seite Enter drücken, um hoch, runter zu gehen. Das heißt, auf der linken Menüseite ist es hoch, runter, auf der anderen Menüseite, wenn ich jetzt hoch runter drücke, verstelle mir die Buchstaben. Also ich stolper da jedes Mal drüber und fluche ungefähr im 10-Sekunden-Takt, wenn ich hier was einstelle. Ist einfach für mich nicht intuitiv. So, Quelle Nummer 6, die gehört BlueOS. Das schauen wir uns gleich an. Beim Speaker-Setup habe ich schon mal soweit voreingestellt. Wir haben ein 514-Layout. Maximal könnte man jetzt noch die Backs dazustellen. Das war's. Also wir können jetzt auch nicht 516 oder 716. Das ist halt einfach limitiert auf 514. Überrascht nicht, weil das Gerät war vorher schon maximal für 7.1 Kanäle und jetzt sind halt noch vier dazugekommen. Wir haben auch nur einen errechneten Subwoofer-Kanal, sodass Anwender, die verschiedene Subwoofer individuell vom Prozessor vorberechnet haben müssen, nichts mit der M17 anfangen können, um es mal ganz hart zu sagen. Ich finde es allerdings nicht so schlimm, denn so wie wir die Kinos bauen, bräuchten wir zum Beispiel die Funktion gar nicht. Ich finde es eher sinnlos, Subwoofer unterschiedlich einzustellen. Aber das hängt auch von der Art und Weise ab, wie man Kinos baut. Wie gesagt, mehrere Wege und Rom. Kennt jeder. Speaker Levels, nichts Besonderes. Hier sehen wir schon, oben können wir jetzt D-Rack aktivieren und dann werden die Settings hinterlegt, die D-Rack ermittelt hat. Das ist bei der Speaker Distance relativ pikant, denn wir sehen jetzt hier, wenn ich auf D-Rack gehe, ich habe vorhin mal eine Testmessung gemacht, dann haben wir es hier aufs Zehntel
auf die 1/10 Millisekunde justiert, während ich bei der manuellen Einstellung, jetzt haben wir es schon wieder mit hoch, runter und Enter, bei der manuellen Einstellung darf ich hier im 0,3, sprich im Einfußraster, gerade mal springen. Und so viel nehme ich vorweg, wir können nachher nicht sagen, ich hätte gerne die Einstellung, die D-Rack ermittelt hat, ohne die EQ-Funktion von D-Rack zu nutzen. Das heißt, entweder nutzen wir D-Rack ganz oder gar nicht. Beim Pegel kann ich es mir manuell einstellen, aber hier beim Delay eben nur grob. Klarer Nachteil aus meiner Sicht. So, Zone Setup hatten wir vorhin schon, Trigger, Listening Mode. Beim Listening Mode komme ich auch gleich zum Knackpunkt. Das Gerät kann kein DTS:X. Das kann auch kein Dolby Surround für DTS-Quellen anwenden. Das sieht man hier, Dolby Setup. Ne, sorry, hier Listening Modes. Wenn ich jetzt hier DTS Surround habe, habe ich bloß die Abmixer für Neo, 6, Music oder hier Cinema. That's it. Die kriege ich nicht hoch. Der Dolby Surround Abmixer, den es gibt, der lässt sich nur für Dolby Surround bzw. Stereo aktivieren. Schwach. Leider gibt es an der Stelle auch von NAD keine klare Aussage, wie es mit DTS:X mit dem Gerät in Zukunft aussieht. Wir gucken uns jetzt mal an. Hier haben wir noch ein paar periphere Geschichten, aber allesamt nichts Spannendes. Was mit BlueOS los ist. Das ist ja eines der Features, die der Hersteller hier immer besonders hervorhebt. Kaleidoscape geht übrigens jetzt wieder. Wir gehen jetzt auf den Eingang Nummer 6 für BlueOS. Ich schnappe mir hier mein Handy, habe ich schon soweit alles eingerichtet, soweit alles easy. Und ich zeige mal, wie das hier gedacht ist. Wir haben hier in dem Bereich, habe ich jetzt mal TuneIn, Amazon Music und einen Radiodienstleister hier nochmal installiert. Ich kann aber jetzt auch hier drüben zusätzliche Musikdienste installieren. Und es ist auch möglich, mit dem Handy interne Netzwerkfreigaben anzusteuern. Und alles, was ich dann hier sehe, ist recht einfach einzurichten. Wenn ich zum Beispiel dieser möchte, klicke ich es ja einfach an, konfiguriere mir E-Mail-Adresse, Passwort etc. Und ich gucke jetzt mal hier bei Amazon Music rein. Ich aktiviere nur vorher den Mute-Modus, nicht, dass es dann von der GEMA irgendwelche Beschwerden gibt. Und wir suchen uns mal jetzt hier bei Amazon Music irgendwas aus. Ich klicke jetzt wahllos drauf. Ich habe von der Musik offen gestanden hier gerade, es wird alles gut. Das klingt doch hier. Ja, interessant. So, was ich Ihnen zeigen möchte, nicht nur, dass es funktioniert, sondern, dass das Display sich hier dezenter Abwesenheit erfreut. Sprich, man kriegt einfach keine Information, was hier jetzt eigentlich gespielt wird. Und es ist auch nicht möglich zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, SWR 3 über Internetradio hören und das hier irgendwie aufs Display drauflegen. Was ja in Teilbereichen jetzt hier mit so einer Marantz AV8805 möglich ist, in diesem kleinen Display da oben. Und das ist ein bisschen schade. Jetzt kann man natürlich argumentieren, man hat sowieso sein Handy und alles in der Hand. Trotzdem verstehe ich nicht, warum man das Display nicht besser nutzt dafür. Aber ich möchte es jetzt an der Stelle jetzt auch nicht übertreiben mit BlueOS, sondern gucken wir uns mal an, wie sich das gute Gerät jetzt über D-Rack einmisst. So. Ich gehe jetzt nur noch mal hier auf Kaleidoscape. Das sieht nicht ganz so schreiend aus wie dieses gelbe Cover. So, ich habe hier schon soweit alles aufgebaut. Ich mache jetzt mal nur eine Testmessung. Also das ist jetzt nicht die eigentliche Messung. Hier habe ich alles verkabelt, genau. Ich fahre nur kurz den Stuhl etwas zurück. Ich zeige Ihnen jetzt mal, weil das nämlich jetzt schon mit D-Rack 2.0 läuft, wie das so im groben Ablauf her gestaltet ist. Und mache dann im Anschluss kurz eine richtige Einmessung in Ruhe, weil dafür muss ich hier die Türen schließen und dann stehen die Videoleuchten im Weg. Aber ich möchte Ihnen eine Vorstellung geben, wie so eine Einmessung eben funktioniert. Und das ist jetzt wirklich hier EDV zu Fuß, aber das ist wirklich das Praktikabelste. Ich stelle jetzt einfach das Handy hier hin und halt auf meinen Bildschirm drauf. Also Gerät wurde einwandfrei erkannt. Wir wählen unser Mikrofon. So, jetzt können wir dann hier die Kanalpegelung machen. Das ist die Gesamtlautstärke hier drüben. Das ist das Mikrofon-Gain.
Mal sehen, ob das genauso funktioniert wie auch beim alten D-Rack. Nein, Cursor-Tasten kann ich nicht nehmen, um jetzt hier zu navigieren zwischen den verschiedenen Channels. Ich check nur kurz, dass die alle soweit passen. Arbeitet auch ohne großes Delay. Subwoofer ist ebenfalls ordentlich vorgepegelt. Passt auch. So, passt. Jetzt kann ich hier auswählen, ob wir nur einen einzelnen Sitz oder ein Sofa einrichten. Und dann kann ich beim Sofa definieren Focus, das heißt Einzelsitzplatz oder für einen breiteren Sweet Spot. Wir haben da drüben unseren Einzelsitzer, also nehmen wir das hier. Ich klicke diese Meldung mal weg. So, und jetzt, das ist eigentlich recht schön, weil hier sieht man jetzt eine ganz klare Anweisung, wie soll gemessen werden. Das heißt hier in diesem virtuellen Kubus und... Okay, wir belassen es jetzt mal mit einer Messung rein zum Testen. Normalerweise, klar, Türen zu, Beamer aus, aber das ist jetzt wirklich hier rein zum Vorführen. Denn ich möchte Ihnen einfach mal so eine Idee geben. So, jetzt gehe ich einfach mal mit dem Handy näher ran, dann ist es besser zu zeigen. Das ist die Information der ermittelten Frequenzgänge. Das sehe ich dann hier pro Lautsprecher. Und man könnte jetzt dann eben auch hier ganz gezielt einzelne Messungen nochmal wiederholen. Und hier hat man dann immer den Bezug, wo habe ich denn überhaupt gemessen. D-Rack 2 grundsätzlich hat den Anspruch, aus den Rauminformationen effizientere Berechnungen im Sinne der Impulswiedergabe und der Phasengenauigkeit in der Summe zu gewährleisten. Ganz genau, was D-Rack damit eigentlich meint oder wie das gerechnet wird, weiß man es nicht. Wir sehen hier aber letztendlich dann nochmal dargestellt den Frequenzgang, in dem Fall jetzt hier vom linken Lautsprecher, und wir können den jetzt dann hier auch relativ bequem justieren. Das funktioniert jetzt besser und genauer beim Vorgänger, weil ich hier diese kleine Einblendung bekomme, um wie viel Dezibel ich jetzt hier irgendwie was ändere. Und ein kleines Feature, welches viele gar nicht kennen, ich kann jetzt hier drüben hergehen und sagen, ich klicke den Center an und ziehe den hier in die Gruppe 3 rein. Und das gleiche mache ich dann zum Beispiel hier mit den Surround-Lautsprechern und beziehungsweise jetzt war es hier nur der Surround Left, der Surround Right ist hier oben in Gruppe 2 und dann habe ich letztendlich eine Gruppe generiert, die alle zusammen einem Zielfrequenzgang folgen und ich kann hier unten dann auch noch verschiedene, sage ich mal, Spielmethoden hinsichtlich hier der EQ-Kurve vornehmen. Ist eigentlich einfach bedienbar. Hier oben haben wir dann noch eine Information über den Impuls-Response. Übersichtlich gemacht, auch ganz eindeutig und klar beschriftet. Tolles Feature. Macht Spaß. Uns funktioniert zuverlässig. Also da hatte ich jetzt mit dem Gerät wirklich keinen Ärger. Wir suchen uns jetzt hier einen Slot raus, wo das rein soll. Nehmen wir mal hier Slot 1. Und dann schreiben wir hier rein Live-Test. Und dann wird es hier auch schon abgespeichert. So, und das Schöne ist, es ist zwar nicht ganz so schnell, wie ich es jetzt zum Beispiel von der Storm Audio kenne oder von Datasat-Produkten. Wobei, während Storm Audio auch schon auf dieser neuen Version arbeitet, ist das bei Datasat noch nicht der Fall übrigens. Trotzdem, es funktioniert, ich habe es gerade schon erwähnt, zuverlässig. Es ist jetzt nicht so, dass das hier so ein, ja, was soll man sagen, so ein Roulette-Spiel wird, wie ich es immer, oder nicht immer, aber wie ich es häufig bei Arkham hatte, weshalb ich bei Arkham mittlerweile sage, nein, danke, mache ich nicht mehr in unsere Kinoprojekte rein, weil ich keine Lust habe, den ganzen Tag hier zu zittern, ob er irgendwann mal alles richtig macht und mir nicht abstürzt zwischendrin. Das läuft. Das ist gut. Und ja, jetzt müssen wir nur kurz warten, bis es soweit durch ist. Dann, ich schalte Handy schon mal aus, werde ich anschließend in Ruhe nochmal richtig messen.
dann stelle ich das Notebook weg, dann haben wir wieder ein bisschen Platz und dann möchte ich Sie ein bisschen dran teilhaben lassen, wie meine Klangeindrücke hier zu dem Gerät ausgefallen sind. Neuer Tag, neues Glück. Gestern wurde es dann doch ein Tickchen zu spät und ich habe dann keine Lust gehabt, nachts um 12 völlig müde dann noch ein Video zu machen, was nachher ein paar tausend Leute anschauen. Erst mal was zum Essen gemacht, hingeflackt und ich arbeite dann so, dass ich mir hier dann auf dem Videoserver anschaue, wo ich denn so hängen bleibe. Im Übrigen, Videoserver, ich kann es nur empfehlen, Strato 4K Client, funktioniert zwar nur mit ein paar Tricks und dann auch eben nur für den amerikanischen Markt, weshalb man hier solche Titel hat wie Bohemian Rhapsody, auf den komme ich nachher noch. Beste Bildqualität. Wir haben natürlich auch günstigere Videoserver, aber so von der gesamten Experience, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, das läuft einfach super, das Teil. Und finde ich jetzt auch nicht so teuer im Vergleich zu früheren Kaleidoscapes. Aber hier zu dem Thema. Ich bin dann bei diesem Titel hängen geblieben. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Da gibt es nämlich am Anfang eine super Szene, wo Severus Snape dieses komische Gitter weghext und dann in so ein Zauberschloss reinläuft. Bitte fragen Sie mich jetzt nicht, wie das Schloss heißt. Da bin ich jetzt nicht so extrem drin. Auf jeden Fall trifft er sich da dort mit Voldemort, ich habe den Namen ausgesprochen, und all seinen Kumpels. Und da halten die hier so eine kleine Verschwörungszeremonie ab. Und diese Sprachen, die dort praktisch über den Center Speaker rüberkommen, besonders von Alan Rickman, Gott habe ihn selig, es klingt so gut. Besonders wenn wir hier die Lautsprecher mitmachen, gute Endstufen dabei sind, dann hockt man sich hin und genießt es einfach nur noch. Es ist ein Gedicht. Dieses sonore, schmelzige, super aufgelöste Klangerlebnis. Ich sage jetzt mal, es klingt rein sechszylindermäßig. Dieses sämige, dieses, es klingt einfach nicht so obenrum mit Gewalt durchdetailliert und unten kommt da nichts. Es klingt einfach auch in meinen Augen so ein bisschen wie damals die Denon AVP. So ins Warme gehend, schön schmelzig, schön anschiebend. Auch so generell, ich habe dann danach The Dark Knight angeschaut. Die Eröffnungssequenz, da steckt ja sowieso alles drin. Gerade die Basspräzision beim Betreten von der Bank, super. Und da merkt man halt eben, gerade bei solchen Sequenzen, wo viel Bass-Einflechtung auf eine harmonische Weise erfolgen soll, wie bei Dark Knight, dass D-Rack wirklich super ist. Also da profitiert das Gerät wahnsinnig von im Vergleich früher zur Odyssey. Meine persönliche Meinung. Jetzt kommen wir zum Aber. Also Dark Knight war super. Hier auch mit der Musikauflösung, als die da das Fenster von innen aufsprengen. Da muss ich ja so eine schöne Bühne bilden beim Wegsprengen, diese kleinen Glasscherben. Da ist das Gerät sowas von in seinem Element. Da würde ich sagen, eintüten, mitnehmen, es gibt nichts Besseres. Übertrieben formuliert. Also hier ist man in der allerhöchsten Klangliga angekommen. Das ist nicht so, dass jetzt standardmäßig hier eine Storm Audio besser klingt oder eine Trinov oder eine Datasat. Das ist schon wirklich so gut wie die vielfach teureren Geräte vom Grundklang. Ich kann halt hier keine Filter setzen und dann nochmal feiner anpassen. Aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen von dem Gerät. Ich muss mal gucken, ob ich hier den Titel... Na, ich suche ihn jetzt über die Funktion hier. Kleinen Moment. Ich bin mal gespannt, wie Ihnen die Live-Tests gefallen. So ein bisschen Feedback kam schon rein, freut mich. Aber mein eigentliches Ziel, dass die Tests kürzer werden, entwickeln sich wohl eher ins Gegenteil. Es zieht sich hin, aber ich kann sie trotzdem schneller produzieren. Ich habe so keine Ahnung, ob es Ihnen recht ist, wenn ich hier einfach jetzt ein bisschen über die Stränge schlage. So, ich möchte Ihnen jetzt mal hier diesen Titel vorstellen. Mein Vorstellen brauche ich den nicht, Gravity kennt schon jeder. Aber ich habe diesen Film gewählt, wegen Dolby Atmos. Hockt mich hin. Und vielleicht hören Sie, da oben hängt ein VW 760, der ist schon nicht extrem leise. Fakt ist aber, ich habe den Film angeschaut und am Anfang kommt diese Sequenz. Hier von wegen, es gibt kein Leben im Weltraum und so weiter. Und ich denke dann auf einmal, was rauscht denn hier so? Und dann ist mir wirklich aufgefallen, die Tendenz gab es schon vorher, aber gerade bei dem Titel fällt es wahnsinnig auf, dass sobald ein Surround-Modus eingeloggt ist, rauschen die Lautsprecher. Irgendwas hat NAD in den Geräten gemacht, was einerseits zwar diese irgendwelche dämpfenden Elemente haben die weggelassen, dass letztendlich der Klang so sehr auflösend und auch wahnsinnig dynamisch, komme ich nachher nochmal drauf, durchgeht, aber es rauscht halt mehr. Und man muss vergleichsweise hoch aufdrehen. Also ich habe jetzt hier das Gerät meistens so
Pegelbereich 0 bis minus 5 laufen, was bei anderen Geräten meistens so 10 bis minus 15 entspricht. Also ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Ich kann es hier leider jetzt nicht draufhalten, weil ich hier dann Copyrights-Verletzung begehen würde. Ich habe leider nicht für diesen Film bzw. für den Distributeur die Erlaubnis, hier auch nur kurze Sequenzen zu zeigen. Deswegen halte ich jetzt mal hier auf den Lautsprecher und gehe gleichzeitig mit dem Mikrofon nah ran, in der Hoffnung, Sie können das Rauschen hören. Und es wird auch nur kurz sein, weil ich muss aufhören, bevor der Film wieder weiterläuft. So, legen wir mal los. Haben Sie es gehört? Ich bin bei der Nacharbeitung gespannt, ob es halbwegs rüberkommt. In der Praxis ist es auf jeden Fall relativ deutlich und dürfte auch viele stören. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was möchte ich? Möchte ich ein System, welches bei der Auflösung 100% geht, so wie ich die NAD einstufe? Oder möchte ich ein Gerät haben, welches halt mit dem Rauschen ein bisschen zurückhaltender ist? Es hängt natürlich jetzt auch davon ab, was hänge ich für Lautsprecher dran, was habe ich für Endstufen? Da kann man das Ganze noch ein bisschen gewichten und vor allen Dingen, wie nah sitze ich dran? Das ist jetzt hier natürlich ein Extrembeispiel, aber hier ist es mir deswegen eben auch negativ aufgefallen. Etwas anderes, was mir negativ aufgefallen ist, ich möchte jetzt nicht das Gerät schlecht machen. Sie merken, ich probiere Ihnen einfach darzulegen, was hier passiert. Nehmen wir mal hier Man in Black, irgendeine Szene. Den Ton schalte ich ab, weil sonst hören Sie mich nicht mehr und ich möchte ein bisschen was erklären. Moment. So, jetzt zeige ich Ihnen mal was. Wir sehen hier zum einen auf dem Display, ist eine tolle Sache, nicht nur das detektierte Signal, also wenn nichts erkannt wurde, steht standardmäßig das hier dran, aber hier unten steht immer auch das Videosignal. Das ist eine tolle Sache. Und ich lasse den Film laufen und zeige mal, was wir an DSP-Optionen haben, wenn dieser Titel hier läuft. So. DTS HD Master Audio. So, dann gehe ich jetzt auf Listen, Mode direkt, Stereo Downmix direkt. Na, wieso steht die Kamera nicht scharf? Das war's. Hier nochmal unten diese Ansicht, HDR, BT2020, alles prima. Wir können quasi nicht, auch nur in irgendeiner Form, wenn wir jetzt mit DTS HD arbeiten oder auch DTS:X, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber ich wollte es nochmal in der Praxis zeigen, hier irgendwas hochrechnen. Geht nicht. Die oberen Lautsprecher laufen wirklich nur bei Dolby-Titeln. Was man machen kann, das habe ich jetzt noch gar nicht gecheckt, muss ich sagen, was bei PCM-Signalen passiert. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das jetzt hier direkt übers Gerät einstellen kann. Nein, da muss ich kurz... Ich logge mich mal kurz ein. Ich mache mal kurz einen Cut, stelle das Gerät auf PCM um und gucken wir mal, ob es dann geht. Habe ich jetzt selber noch nicht getestet. Die Idee ist mir gerade gekommen. So, gerade schon alles erledigt. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wir gehen wieder zurück auf die Movies. Ich möchte jetzt auch, so viel Ordnung muss sein, den gleichen Titel an derselben Stelle weiterlaufen lassen. Und dann schauen wir mal, was hier möglich ist. Ich brauche nur die Fernbedienung zur Sicherheit. So, PCM. Wann läuft der Film? Jetzt läuft er. Dolby Surround. So funktioniert's. Prima. Habe ich mir schon gedacht. Das ist übrigens auch der Trick, den Sie anwenden sollten, wenn Sie Auro 3D-Titel bei modernen Receivern mit der Firmware nutzen möchten. Beziehungsweise nicht Auro 3D-Titel, da gibt es ja leider zu wenig von. Wenn Sie in Auromatic hochrechnen wollen, was Dolby ja sperren möchte, wenn ein Dolby Digital Codec empfangen wird. In dem Sinne, auf PCM umstellen, dann klappt's. Ist vielleicht jetzt auch so ein Workaround, der für die M17 wirklich die Attraktivität steigert, wenn man weiß, okay, kann zwar kein Dolby Surround bzw. Atmos auf DTS HD anrechnen, aber so geht's dann.
Ja, grundsätzlich, ich habe vorhin Film erwähnt, weiterer riesengroßer Vorteil. Denn es gibt diesen wunderbaren Titel, aber bevor ich ihn jetzt suche, ich erkläre es Ihnen einfach. Bohemian Rhapsody, den kann man jetzt schon bei Kaleidoscape anschauen. Ich würde mir zwar wünschen, dass der technisch noch diese, wie soll man sagen, extra Schippe oben drauf legt. Sprich, für mich ist er technisch gut, aber gerade dieses Live-Aid-Konzert, da wäre ich jetzt gern wirklich 20 Minuten dabei, hätte gern das komplette Set gehabt, bessere Qualität. Und das Verlangen, noch tiefer akustisch reinzutauchen, wird gerade hier von der M17 nochmal befeuert. Denn die klingt sehr dynamisch, guter Antritt und man kann die auch laut hören. Jetzt abgesehen vom Thema Rauschen, das hat man schon, ohne dass sie nervt. Das ist das, was die Vorstufe auszeichnet. Und während wir früher so diesen Effekt hatten, dass bei Benutzung von Odyssey so ein mittelschwerer, aus meiner Sicht wirklich vorhandener Klangschleier irgendwo nochmal draufgeklatscht wurde, hält sich das mit D-Rack in so engen Grenzen, dass fast bei jedem System der Vorteil von D-Rack größer sein dürfte als die ganz minimalen Processing-Verluste, die wir übrigens weit noch mal weniger haben, wenn wir jetzt hier Richtung Profigeräte gehen. Aber das ist dann wirklich auf so einem Niveau und da muss man erst mal gucken, dass raumakustisch von der Aufstellung etc. alles passt. Die M17 dürfte in 90% der Kinos schon weit über dem liegen, was wirklich, also andersrum formuliert, bevor man da noch die Luft oben drüber ausnutzen kann, muss man schon ein sehr gutes System haben. Weiterer großer Vorteil, Stereoqualität. Die M17 spielt Stereo, ich muss zugeben, ich bin da nicht der allergrößte Experte, dafür höre ich zu wenig Musik, aber von dem, was ich in der Schnelle getestet habe, klingt sie dort famos. Auch, wobei ich das dann eher ohne D-Rack hören würde, ich weiß nicht, was Stereo ist, Geschmackssache. Dieses Maß an Klangwärme, schön anschieben, obenrum auflösen, aber nicht aggressiv und das Ganze mit einer Dynamik. Mit einer Dynamik, dass es kracht. Das ist wahrscheinlich das, was man dafür bekommt, dass es ein bisschen rauscht. Super, das macht wirklich Spaß. Und da finde ich, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Fazit, dass die M17 auch nochmal ein Tickchen besser ist als hier diese Marantz AV8805. Die 8805 wiederum ist im Mehrkanalbetrieb auch nicht so viel anders abgestimmt wie jetzt die M17. Beide gehen so Richtung Klangkultur, Klangwärme und weniger auf eine analytische Aufarbeitung. In dieselbe Kategorie würde ich übrigens auch die Anthem AVM60 mit reinpacken. Die klingt von der Tendenz noch ein bisschen zu packender im Bass als die Marantz und ungefähr auf dem Niveau hier wie die NAD, kostet dafür aber ein Tickchen weniger und da... Ja, bei Bedarf einfach bei uns anfragen, wenn Sie eins von den Geräten kaufen möchten, dann können wir da im Detail nochmal sprechen, weil da kommt es auf viele andere Sachen an. Zum Beispiel Zugänglichkeit. Halte ich jetzt für einen großen Vorteil mit der M17, weil vom Grundsatz her ist das PC-Setup eigentlich auch für Ungeübte relativ gut zu handeln. Man muss allerdings dann selber noch das Bassmanagement konfigurieren. Das macht ja nicht die Vorstufe für einen selber. Das hingegen ist ein großer Vorteil von der Marantz AV8805. Sie wissen, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Odyssey, aber es ist wirklich einsteigerfreundlich. Jeder Anwender, der sich das Ding kauft, stellt sich ins Rack und macht genau das, was vorne auf dem Menü draufsteht. Hier mit Mikrofon hinstellen und durchmessen, auch wenn die Ergebnisse aus meiner Sicht nicht auf dem Niveau liegen wie mit D-Rack. Aber was bringt es mir, wenn ich mit dem Gerät viel machen kann, aber nicht in der Lage bin, es zu beherrschen. Das wiederum ist Problem von der Anthem. Wenn die nicht professionell eingestellt ist, gerade mit der ARC-Raumeinmessung, verliert man relativ deutlich. Denn dort wird ja auch nicht mal das Delay mitgemessen, was hier D-Rack macht bei der M17. Ich möchte zum Fazit kommen. Und ich hole mal ganz kurz hier meine Regieklappe. Vorhin hatte ich hier, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, in der Einleitung dran stehen, Masters of the Universe. Und nachdem ich jetzt das Gerät hier fleißig durchgetestet habe, bin ich der Meinung, zwei Dinge gleichzeitig. Nicht mein Ding. Ich muss es ja auch noch so schreiben, dass Sie es lesen können, dass die M17.2 so ein bisschen zwischen den Welten schwirrt und deswegen von mir hier diesen Spruch bekommt. Ich erkläre gern warum. Die M17.2 ist gleichzeitig als audiophiles, schönes, klassisches, Hi-Fi angehauchtes Gerät positioniert. Sprich, die ganze Aufmachung, die Verarbeitung,
der sehr wertige Innenaufbau. Können Sie gerne mal das Video von der Ursprungsversion anschauen. Da habe ich ja reingehalten. Das ist ja wirklich famos. Es spricht auch die Kunden an, die einfach dieses Ästhetische, dieses Genießergehen haben. Gleichzeitig aber möchte die M17.2, zumindest laut dem, was auf der Webseite draufsteht, ja auch alles Mögliche machen. Und man steht ja auch ein bisschen Konkurrenz hier jetzt zu Geräten wie einer Marantz oder auch hier so einer Storm Audio. Sprich, für die Kunden, die einfach nur ein puristisches Gerät wollen, steckt schon fast zu viel drin. Da ist so diese ganze Geschichte mit Blue Sound meiner Meinung nach einfach schon too much. Und da wäre es günstiger, man würde sagen, Mensch, wir machen das mit HDMI 2.0, lassen Blue Sound weg, Gerät kostet ein, zwei Scheine weniger. Dann wäre es wahrscheinlich für die Kunden eine rundere Sache als jetzt, wo das Gerät noch viele andere Features dazu bekommen hat, wie Dolby Atmos. Und möchte die, ich sag jetzt mal, Hardcore-Anwender ansprechen, die sich sowas vielleicht auch ins Technik-Rack installieren oder im Nebenraum. Die denken sich dann, Mensch, wozu soll ich jetzt hier die schöne Verarbeitung mitbezahlen, wenn das Gerät eh irgendwo steht? Ich brauche bloß eine solide, ich sage jetzt mal, Schaltzentrale. Und die Leute wiederum vermissen aktuell bei dem Gerät vor allen Dingen eins, DTS:X. Jetzt habe ich vom deutschen Distributeur leider keine klare Antwort bzw. kein klares Bekenntnis dazu gekommen, was mit DTS:X ist. Was für ein Satz, DTS:X ist, aber es war richtig. Auf der englischen Webseite beim Produkt selber habe ich jetzt auch nichts gefunden, aber ganz versteckt bei dem Upgrade-Modul, welches man ja auch kaufen kann für das vorherige Gerät, um auf diesen Stand zu kommen, ohne Blue Sound dann natürlich, da steht dran, dass DTS:X nachgeliefert wird per Firmware. Allerdings, naja, ich vertraue dem nicht so ganz. Wir haben ja jetzt auch schon wieder fast Mitte Februar und das Gerät ist schon seit Ende 2018 auf dem Markt. Vielleicht ändert sich's, dann betrachten Sie diesen Kritikpunkt als nicht mehr relevant. Ich möchte nur nicht, dass Sie das Gerät kaufen und ich Ihnen jetzt an der Stelle verspreche, dass hier sofort DTS:X nachgeschoben wird. Ob man es braucht oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Viele Titel kommen nun mal, also rund ein Drittel, mit einer entsprechenden Codierung des Weges. Ansonsten, klang nicht klasse. Man muss dieser Sache mit dem Rauschen natürlich hier auch ein Stück weit Tribut zollen und wissen, was habe ich für ein System, wie stelle ich das Ganze ein und auf und wie konfiguriere ich das mit Endstufen. Im Prinzip brauche ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Sie haben es gesehen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dem Live-Test. Ja, tun Sie uns einen Gefallen, wenn Sie Interesse haben am Gerät. Wir freuen uns über Anfragen. Deswegen machen wir die Videos. Und ja, ich freue mich, von Ihnen zu hören. Und es ist mir jedes Mal eine Ehre, wenn Sie Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit meinen Videos schenken. Und in dem Sinne nochmal danke und bis bald. Tschüss.